So ihr Lieben, Teil 2 meines Monatsrückblicks für Juli. Es kommen jetzt noch 10 Bücher, weil der Juli ja total bombastisch war und ich 19 Bücher und 6359 Seiten gelesen habe. Ja, das 10. Buch für diesen Monat war Die Brut. Total cool. Es geht um eine Spinneninvasion, beziehungsweise am Anfang wird eigentlich bloß ein Ei entdeckt, beziehungsweise sie schlüpfen plötzlich. Und sie haben Jahrtausende geruht und plötzlich schlüpfen sie. Und sie vermehren sich sehr schnell und haben verheerende Auswirkungen auf die Menschheit. Es gibt mehrere Bände, den zweiten habe ich auch schon da. Ich freue mich auch schon enorm, wie das weitergeht. Ich habe schon ein bisschen Angst um die Menschheit und es ist zum Teil auch super eklig, weil da wird durchaus mal beschrieben, wie eine Spinne sozusagen in den Körper eindringt und sich durch das Gehirn frisst oder... Aber gut. Ja, das war das 10. Buch, hatte 400 Seiten. Ich habe 4 Sterne gegeben. So, dann ein Einbruch. Kommt eine Frau zur Hochzeit. Da hatte ich ja schon mal von der lieben Niki. Hallo Niki, ich habe deine Karte bekommen. Ich melde mich noch bei dir. Wahrscheinlich bevor dieses Video online kommt. Ja, eine ganz liebe Abonnentin. Und ich hatte so von den Fantasy-Spielbüchern geschwärmt. Und das ist sozusagen ein Chick-Lit-Spielbuch, mehr oder weniger. Und da hatte sie an mich gedacht. Und mir kommt eine Frau in eine Bar zugeschickt. Und das ist sozusagen der zweite Band. Ich hatte nach dem ersten schon Bedenken, weil es ein bisschen schwachmatisch ist, weil dieses Autorentrio einen phänomenal schlechten Schreibstil hat, aber irgendwie musste ich es mir doch noch gebraucht, ich glaube für 1 Euro oder so holen. Ja, und hier hat man zum Teil auch so Möglichkeiten, eine Wahl zu treffen. Aber in Wirklichkeit ist es keine Wahl. Also zum Teil zirkuliert das, dann hat man eine Entscheidung getroffen und dann zirkuliert es so lange hin und her, bis man dann doch dort ist, wo man eigentlich nicht hin wollte. Und dazu kommt, dass diese Frau eben zur Hochzeit eingeladen wird und quasi, egal welche Entscheidung man trifft, mindestens 3 sexuelle Erlebnisse zu dieser Hochzeit hat. Und das letzte ist dann quasi immer der Traummann, ne? Also sie fickt sich erstmal so ein bisschen durch die Hochzeitsgesellschaft, egal in welcher Kombination. Und der letzte ist dann immer das, oh, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob Liebe so funktioniert, ne? Dass man halt, ist egal. Und die Begegnungen und Erlebnisse, die sie zum Teil mit den Männern hat, mein Gott, also ich habe fast eine Krise gekriegt. Ich habe auf die 315 Seiten 2 Sterne gelesen, weil so, gegeben, weil so ein bisschen Spaßfaktor hatte das Ganze schon, aber hätte man sich auch sparen können. Wird jetzt auch aussortiert. Ja. Gut, dann habe ich ein E-Book gelesen, nämlich Der Anfang, Time School von Eva Völler. Das ist die Vorgeschichte zu Auf ewig dein, sozusagen ihre neue Time School-Reihe. Und das waren 84 Seiten. Ich habe 5 Sterne gegeben. Es hat mir richtig gut gefallen. Sie hat ja einen sehr locker flockigen und Schreibstil mit einer frechen Protagonistin. Und ja, und ich finde, das ist auch immer gut recherchiert, wenn Dings und Sebastiano, wie heißt sie? Jetzt ist das weg. Ich habe heute das Hörbuch angefangen zu dem dritten Teil, zu Zeitenzauber. Und ich habe das gerade noch gehört und vergessen, wie die Protagonistin heißt. Anna und Sebastiano. Auf jeden Fall ein toller Witz, eine tolle... Beziehung, ne? Und auch schöne Sprüche, gut recherchiert. Und in diesem 0,5er Band geht es sozusagen darum, dass sie Ole, den Wikinger, auflesen und wie so ein bisschen die Wikinger leben, warum er rekrutiert werden kann für die Time School. Und ich denke, das wird ein richtig cooler, ja, ich glaube Anna hieß sie. Ich glaube, das wird ein richtig cooler Charakter und ich freue mich dann schon auf ewig dein, wenn ich Zeitenzauber gelesen oder gehört habe. Ich habe mich jetzt erstmal fürs Hören entschieden, weil ich komme diesen Monat irgendwie, also zurzeit eh nicht so richtig zum Lesen. Und ja, geht vielleicht auch. Auch ein super Angebot habe ich gestern Abend entdeckt, deswegen hatte ich mir das geholt. So,
Dann habe ich viel Again von Mona Carsten gelesen. Der dritte Teil dieser Again-Reihe, Begin Again, Trust Again, Fear Again, war aus meiner Perspektive der schlechteste Band. Schlecht, hatte 480 Seiten, ich habe 3,5 Sterne vergeben. Hier geht es um Sawyer, die ja schon im ersten und im zweiten Band aufgetaucht ist, weil sie im ersten Mal was hatte mit Caden. Hieß er Caden? Um den es ging. Und im zweiten war sie dann sozusagen die Mitbewohnerin von... Im ersten ging es um Ellie und Caden und im zweiten um Spencer und... Die Freundin von Spencer, um die es im zweiten Band ging. Naja, auf jeden Fall hatte man dann Sawyer immer mehr kennengelernt. Ich mochte sie in beiden Bänden nicht so sehr, obwohl sich Mona Carsten im zweiten Band schon... Hieß die Gwen? Nee. Auf jeden Fall hatte sie sich Mühe gegeben und ich mochte sie in diesem Band immer noch nicht so ganz. Sie hat eine ganz... Sie ist ein schwieriger Charakter und teilweise ein bisschen überspitzt. Und ich mag immer die Atmosphäre, die Mona Carsten schafft und wie sie ihre Protagonisten in die College-Zeit, in den Freundeskreis einbaut und ansiedelt. Und ja, das ist wirklich eine sehr schöne Wohlfühlatmosphäre. Es ist ein sehr schöner Wortwitz, auch mit tollen Hobbys und so ein bisschen Facetten, also dass es sozusagen nicht nur um dieses Paar geht. Das gefällt mir immer sehr gut, aber diese ganze Romance treibt sie mir immer ein bisschen zu sehr auf die Spitze. Ne? Also dass halt dem Mädchen immer was ganz Schlimmes passiert ist und dem Jungen auch was ganz Schlimmes. Und dann wird das nochmal ganz schlimm alles. Und ich denke mir, diese Bücher, diese Young New Edit Bücher, die leben ja so ein bisschen davon, dass die Charaktere auch gebrochen wurden, dass sie ihre Issues haben und dass erst wenn sie zusammen dann Dinge aufarbeiten, ja. Das sehe ich auch alles ein, aber das war mir wieder zu krass. Also das war mir zu over the top. Das muss, ich weiß, es muss dramatisch sein. Die Menschheit liebt halt dramatische Unterhaltung. Aber ja, es ist mir halt wieder ein bisschen zu over the top gewesen. Und auch der Isaac, der war zwar so geil. Also das hatte ich glaube ich nicht gesagt. Also Sawyer und Isaac. Und Isaac war echt ein richtig geiler Typ. Nerd, kann mit Computern, liebt Superhelden, nerdiges Outfit à la Doctor Who 11. Kommt gestellter Körper, weil er kommt von einer Farmerfamilie und musste dort immer richtig viel anpacken. Also so quasi so mein Traumtyp, ja. Kann anpacken, kann was mit seinen Händen tun, ne, hat dementsprechend auch ein bisschen Kraftreserven, intelligent, charmant, liebevoll, nerdig. Ich habe gerade meinen Freund beschrieben. Ist so, ja. Also in Isaac hätte ich mich verknallen können, aber sie hat es übertrieben. Ja, also die Geschichte mit dem Nerdigsein und der Form. Und der Hintergrundgeschichte mit seinen Eltern, das war keine runde Sache. Also Isaac habe ich ihr nicht abgenommen. So, und deswegen die 3,5 Sterne. Ich freue mich trotzdem schon auf das nächste Buch von Mona Carsten. Und ja, bleibe ich auf jeden Fall erstmal dran, so lange bis ich wirklich mal die Schnauze voll haben sollte. So wie ich es mit, wie es mir mit Jennifer A-Step ging. Mal gucken. So, dann habe ich einen Manga gelesen. Und zwar ausprobiert einfach auf gut Glück, guten Morgen, Dornröschen. Fand ich echt süß. Ging es um den jungen Mann, ich gucke jetzt nicht nach, wie die hießen, der sich was dazu verdienen möchte und der sich um ein bisschen um den Haushalt bzw. den Garten einer besser betuchteren Familie kümmert. Und in dem Gartenhäuschen findet er dieses Mädchen, in das er sich verliebt. Und mit dem Mädchen stimmt aber etwas nicht. Zwei Erklärungsmöglichkeiten. Eine ist, sie ist schizophren. Eine andere ist ein bisschen Fantasy-lastiger, dass tote Seelen von ihr Besitz ergreifen können. Auf jeden Fall ändert sie immer mal die Persönlichkeit und er lernt verschiedene Persönlichkeiten kennen. Fand ich sehr süß. Ist ein bisschen dramatisch, ist ein bisschen romantisch.
Und geht aber auch um Freundschaft. Und ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Ne? Ob es mit den beiden vielleicht was wird, romantisch, oder ob sie einfach ganz tolle Freunde werden, weil sie hat ja diese verschiedenen Persönlichkeiten. Und eine Persönlichkeit ist halt auch ein Junge. Ne? Mal gucken. Erster Band hat mir gut gefallen. Hatte 192 Seiten. 4 Sterne habe ich vergeben. Und den zweiten Band möchte ich jetzt lesen im September, haben wir jetzt. Ja, dann habe ich gelesen in einer Leserunde mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin, Schwarz von Stephen King. Fand ich ein bisschen verstörend. Hatte 352 Seiten. Ich habe 3 Sterne vergeben. Es ist merkwürdig. Es geht um den Revolvermann Roland, der in einer ganz merkwürdigen Welt lebt. Es ist alles sehr karg, es ist alles recht tot und er sucht den schwarzen Mann, oder was, der Mann in Schwarz? Mann in Schwarz. Und es geht um den dunklen Turm, das ist ja auch der dunkle Turm-Reihe, und er braucht irgendwie, oder er sucht diesen Mann in Schwarz, um dem dunklen Turm näher zu kommen, und diese Suche ist merkwürdig. Die Welt ist merkwürdig. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich habe schon von vielen gehört, dass die Reihe besser wird. Und ich meine, das ist halt auch der älteste Band, selbst wenn man den überarbeitet. Vielleicht liegt es daran. Ich bin erstmal gespannt. Ich glaube, der nächste heißt 3, dann Tod, der 4. Glas oder so ähnlich. Mal schauen. Eigentlich wollten wir jetzt im September schon den zweiten Band lesen. In einer anderen Leserunde haben wir erstmal vertagt, weil irgendwie gibt es zurzeit 1 Million Leserunden und ich bin auch nicht so ganz undankbar, weil zurzeit komme ich ja eh nicht so viel zum Lesen. Bleibe ich auf jeden Fall dran und mal gucken, wie das wird. So, das 16. Buch für diesen Monat fand in meiner Leserunde statt. S von Stephen King. Mega! Ich habe vergeben 4,5 Sterne. Es hatte 1536 Seiten. Ist definitiv ein Jahreshighlight. Wahrscheinlich auch ein Lebenshighlight. Genauso wie beim Übergang und genauso wie bei Terror von Dan Simmons vergebe ich keine 5 Sterne. Weil es mir zum Teil etwas zu... Ach nee, die anderen Bücher waren mir zum Teil ein bisschen zu komplex. Und an manchen Stellen ein bisschen zu brutal. Aber trotzdem, es ist ein Meisterwerk, wie man eine so komplexe Geschichte schaffen kann. Ich weiß, es klingt jetzt so, als ob ich mich widerspreche. Ne? Also ich finde es gut, dass es komplex ist, aber ich finde es auch nicht gut, dass es so komplex ist. Also es ist zum Teil ein bisschen zu viel, um das alles gut fassen zu können. Aber ich finde es episch, dass jemand das so anlegen kann. Ja, und bei King ist es so, es gibt immer mal, ich kann dieses Buch nicht mehr halten mit meinen kleinen Händen, es gibt immer mal so Szenen, die mir zu viel sind. Er beschäftigt sich zum Beispiel gern mit Kindesmissbrauch. Das ist auch wichtig, dass man das immer wieder thematisiert. Das ist mir nicht too much. Das kann manchen too much sein. Ich finde, er kriegt das gut hin, dass man darüber nachdenkt, dass man das reflektieren kann. Was mir aber manchmal too much ist, sind die Sexszenen. Er hat manchmal ganz komische, abartige, kann man das sagen? Kann man Sex überhaupt? Naja, manchmal ganz komische Ideen. Und hier war es zum Beispiel die Beverly, die dann mit allen Jungs Sex hat, um es entkommen zu können oder so. Nein. Ja, ihr merkt, also manchmal denke ich mir, musste das so sein, ja, und war aber gut. Es war schönes, unterschwelliges Grauen, es war wunderbar verknüpft und eigentlich will ich mir gar nicht den Film angucken, weil ich habe Angst davor, aber ich habe mehrere liebe Menschen, 2 Steffis zum Beispiel, die unbedingt diesen Film mit mir gucken wollen und ja, wahrscheinlich gucke ich ihn sogar 2-mal im Kino. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich habe echt Schiss. Also Horrorfilme gucke ich nicht so gern. So, dann habe ich ein New Adult Buch gelesen, nämlich 400 Days von Lara Adrian. War Schnulli. Habe ich vergeben 3 Sterne, 384 Seiten. Und ja, ging um eine junge Frau, die kellnert, um über die Runden zu kommen, die eigentlich Künstlerin werden möchte, aber nicht so richtig vorankommt mit ihrer Kunst. Und dann lernt sie den unfassbar gut aussehenden, dominanten, fiesen, arroganten, reichen Typen kennen. Schema F.
in den sie sich sofort verliebt, zu dem sie sich sofort hingezogen fühlt und quasi bei der ersten bzw. zweiten Begegnung mit ihm mitgeht und dann vögeln die sich natürlich dann irgendwie durchs Leben und da passieren noch ein paar pseudo-dramatische Momente und die Lieblingsworte von der Autorin waren aggressiv und besitzergreifend. Also alles war, wie er lief, war aggressiv, wie er sie angeguckt hat, war aggressiv, wie er sie behandelt hat, war aggressiv oder halt besitzergreifend. So, war vom Schreibstil her also mäßig. Und ich habe noch ein paar Rezensionsexemplare und Bücher im Schrank, wo ich auch nochmal drüber nachdenken muss, was sortiere ich aus und was sortiere ich nicht aus. Aber so Genre Jugendbuch und Genre New Adult muss langsam schwinden aus meiner Bibliothek, weil ich mich jedes Mal nur noch ärgere über diesen Unsinn. Dann wieder ein besseres Buch. So rum. Sherlock. Ein Manga zu der BBC-Reihe. Der blinde Banker ist der zweite Teil und dazu hatte ich auch schon einiges gesagt in meinen Lesewochen. Hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich habe vergeben 4,5 Sterne. Ganz einfach, weil ich immer noch der Meinung bin, Benedict Cumberbatch ist echt gut getroffen. Aber Martin Freeman sieht immer oder relativ oft aus wie ein Vollidiot. Und das muss nicht sein. Also Watson hätte man ein bisschen besser treffen können. Das ist immer meine Kritik, war auch schon im ersten Band so. Aber ansonsten, ich liebe die BBC-Reihe. Die erste Staffel habe ich bestimmt auch schon 5-mal gesehen. Und ich lese sie auch nochmal gern als Manga. Fand ich gut. So, und das letzte Buch für diesen Monat. Gab es eine Rezension dazu? Nee, ich glaube, ich habe gedreht ein Lesefortschrittsvideo, ein Lesetagebuch. Auf immer gejagt von Aaron Summerill. Klang am Anfang richtig gut. Es ging, glaube ich, um Tessa. Ja, genau, Tochter eines Kopfgeldjägers. Und wächst mit ihm allein auf, die Mutter tot und er wird getötet. Sie ist geächtet, weil ihre Mutter war eine Magierin aus einem anderen Land. Mit diesem Land ist man irgendwie im Krieg. Und dementsprechend verliert sie sozusagen den Besitz und sämtliche Rechte nach dem Tod ihres Vaters und bekommt aber das Angebot, wenn sie den Mörder des Vaters jagt und findet, weil sie ist auch so ein bisschen ausgebildet in dieser Kopfgeldjäger-Geschichte mit Fährtenlesen und Bogenschießen, Fallenstellen und so weiter und so fort, was ich ja echt geil fand. Ne? Also ich mag das, wenn man so eine junge, taffe Protagonistin hat, die sich im Wald zurechtfindet und um sich selbst kümmern kann. Aber das kam so nicht raus. Also das war alles wischiwaschi. Und der vermeintliche Mörder ist der Ziehsohn ihres Vaters, der auch zum Kopfgeldjäger ausgebildet worden ist, in den Tessa verliebt ist. Und das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Hätte man viel rausholen können, das Buch, ich finde es ja wunderschön. Trotzdem fliegt das raus und ich möchte auch nicht wissen, wie das weitergeht. Ich habe, glaube ich, 2,5 bis 3 Sterne noch vergeben. Eher so 3 Sterne für die Idee. Umsetzung war mäßig. 414 Seiten. Und ja, weil die Autorin hat sich keine Zeit für die Atmosphäre gelassen, für die Welt. Ich wusste immer noch nicht, wie die Welt so richtig aussah. Und dann ist die Tessa auch irgendwann mal in dem anderen Land, wo ihre Mutter herkommt. Und wo ja alles anders ist, ne? Wo es eine andere Kultur gibt. Und mit diesen ganzen Zauberern, beziehungsweise Hexen oder was auch immer. Und die Welten haben sich nicht unterschieden. Also die Autorin hat da nichts beschrieben. Sie hat sich gar keine Mühe gegeben mit diesem Worldbuilding. Sie ist immer nur so durch diese Geschichte gerusht. Und ich glaube, Tessa ist im Laufe dieser Story 3-mal gefangen genommen worden. Und im nächsten Kapitel war sie immer wieder frei. Also sorry für den Spoiler. Aber ich meine, das eine Kapitel wird man ja noch lesen können. Das ist jetzt alles nicht so überraschend. Es kommt halt keine Spannung auf, weil immer wenn irgendwas Dramatisches passiert, eine Konfliktsituation, eine gefährliche Situation für die Protagonistin, ist das sofort wieder aufgelöst worden mit 3 Seiten, ne? Als ob irgendwie die Autorin auf einem brennenden Stuhl gesessen hat oder die Tastatur gebrannt hat und sie musste immer gleich so schnell weiter tippen. Und ja,
Wenn ich so drüber nachdenke, müsste ich wahrscheinlich für das Buch sogar noch weniger Sterne geben, weil es hat mich echt aufgeregt. Es hat mich wirklich ziemlich aufgeregt. Also wahrscheinlich sind 2,5 bis 3 Sterne arg Goodwill. Naja, auf jeden Fall fliegt es dann raus. Empfehlen kann ich es nicht. Auch nicht für Personen, die dieses Genre, die vielleicht in der passenden Altersgruppe sind, weil da gibt es einfach eine Million bessere Bücher, die man als Jugendbuch, als Fantasy-Jugendbuch lesen könnte. Na? Und das gehört nicht dazu. Ja, das war mein Lesemonat Juli. Der August fällt ein bisschen kürzer aus, waren aber trotzdem auch ein paar gute Bücher. Mal gucken, wann ich es schaffe, den August abzufilmen. Ihr bekommt jetzt erstmal den Juli von mir. Nächste Woche Dienstag, und dieses Video kam jetzt am Donnerstag online. Wird am Donnerstag online gekommen sein. Na? Welche Zeitform ist das? Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Eindrücken und mit meinen Schwärmereien und Aufregereien. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.